Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Emo Thüringen. Wir werden sofort beginnen mit der Ernte. Raps auf Feld Nummer 38. Dazu starten wir euren roten Mitrescher. Und beginnen mit der Arbeit. Wir werden Verband fahren mit zwei Mitreschern. Einer fährt links, einer fährt rechts vom Kurs. Und wir werden über Führungskurs fahren lassen mit LKW, zwei Stück. Und wir werden selber mit dem Überladewagen abfahren. Jetzt wird man gleich ein Stück alleine dreschen. Ich habe die Sache ein bisschen beschleunigt, damit wir das in zwei vollen ungefähr fertig bekommen. Ich hoffe, gegen Vollzeit schauen. Sieht zwar nicht ganz so aus, aber hoffen wir mal. Denn ich will mit den übernächsten Folgen im Prinzip mit Teasen beginnen. Das heißt, die Felder müssen komplett abgeändert werden. Wir warten noch einen möglichen Abstand. Ich habe eingestellt 200 Meter. Damit die sich in der Kurve nicht blockieren. Jetzt wird er, ja, das geht los. Wir werden mal gleich den LKW starten. Und der wartet jetzt genau auf jetzt rausbringen. Den zweiten Stand im Abgleich. Jetzt auf demselben Kurs. Der fährt jetzt genau auf die Stelle zu, wo der rote steht, der rote LKW mit, naja, der LKW in roten Anhänger, weil der alleine wird das nicht schaffen, denke ich mal, beziehungsweise wenn er die Runde fährt. Wir werden gleich mal Lobdüsen und den ersten Raps holen. Jetzt war es mir gelungen, das Feld so auszusehen, dass es in zwei Stufen reif wird. Ich hatte lieber gesehen in einer Stufe. Aber mal schauen, beim nächsten Mal früher beginnt mit der Aussaat. Und was viel wichtiger ist, die so einstellen die Maschinen, dass die das muss ich noch nicht verstehen. Ja, gut. Ach, das sage ich da jetzt wieder ein Bug ist, ein Bug. Das war ja ganz am Anfang so ein Bug, wo im Prinzip der Drescher irgendwo festhängt, wo nicht weitergeht. Und da hatte ich mal lange Zeit anderen verwendet von, was ich von Bodyworld. Die hatten einen speziellen Drescher gehabt, der das ausgleichen konnte. Naja, gut. Man lernt nie aus. Obwohl er jetzt zeigt das zum ersten Mal wieder. Vorher hat er noch nicht gezeigt. Ja, das ist ganz gut gemacht, die Ecke hier. Ich stelle jetzt an. Fährt zurück. Das muss ich verstehen jetzt. Ach so, wie scharf. Boah.
Na ja, gut. Cosplay. Gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt auch mächtig von Leier. Ich habe noch nie gelebt, dass er so komisch fährt. Gut, das habe ich anhalten deaktiviert. Müsste weiterfahren. Neuer Versuch. Ich habe vom Glück reden, dass wir 200 Meter gestellt haben. Jetzt scheint besser funktionieren, hat man erfährt. Na gut, okay. Wenn man gleich schauen, mit den schwarzen abtanken, ob da die gleiche Reaktion kommt, weil da ist auch eingestellt. Stehen bleiben. Na, und der fährt jetzt halt weiter, das ist umgestellt. Wenn ich diese Rapsmengen sehe, da kann ich sagen, einer auch gereicht, LBW. Na gut. Oben den Schauer, der ist leer. So, ab zum zweiten. Also hier werden Rundballen pressen tödlich. Die Ballen nur alle im Teig verschwinden. Ja, dann muss ich mir irgendwann was einfallen lassen. Quaderballen. Und die dann wickeln. Weil Rundballen, die hauen ja alle ab. Von so einem. So. Schauen wir, wie der reagiert. Ob der das auch das gleiche macht wie der rote. Ja. Ja, der verhält sich normal. Komisch. Weil der sollte nämlich. Ja. Ohne Stress abladen, ne? Knapp halb voll. Also die fahren jetzt normalerweise zwei Runden und dann fahren die hoch und runter. Dazu sehe ich, wir das nicht schaffen in zwei Folgen. Abzuernten ist, glaube ich, eher nicht. Wird man doch mehr brauchen als zwei. Brauchen wir etwa 50.000? Ne, wir brauchen mehr. 25.000 brauche ich noch ungefähr. Mit den ersten Vollkriege. Aber dann gibt es so viel nicht her. Bei Hafern wird das Hunter aufhört, um 60 da auch ein bisschen mehr zu holen. Mengenmäßig. So, warten wir auf den zweiten.
Und bald noch einen dritten nehmen kann, ne? Mal gucken, was wir schön Dresche haben. Sehen ja schick aus, ne? Aber ein saftiger Preis, glaube ich. Gar nicht mal. Kontank. Reifenvariante. Haben wir da an Schneidwerke. Oder muss ich mein Spezial nehmen? Sieht so aus. Spezial Schneidwerk. Design, ja, grün ist gut. Case. Der hat einen Korontank von 19.000 und der 6-mal. Was fehlt mir? Was braucht er? Bin ich auch kreditwürdig? Ich glaube nicht. Mal beide mal leer machen. Lack hier vorne. Fahren wir das Rohr aus. Wie gesagt, das ist verdammt. Viel zu ernten. Also in der Zeit von 2 Folgen nichts zu machen. Weil etwas verkalkuliert. Weil ich noch nicht genau wusste, wann er kommt, der Mod. Aber. Wollen wir schauen. Wenn wir jetzt anfangen mit Season, dann ist das ganze Ernte futsch.
Und bei diesem Schuldenstand können wir uns nicht erlauben, die Ernte zu verschenken. Sollte zumindest im Lager sein. Ist das Ding zu tief? Ich bin zu hoch. Gibt's doch gar nicht. Gelände so ungünstig für abbunkern, jetzt fährt er die Kurve. Das ist da, wo es geht, hast keine. Außer bin ich. Na, voll. Ich bin nicht voll. Der Anhänger meine ich. Der andere schon fast 70%, da muss man wissen. Ranhalten, dass wir was rauskriegen, ne? So, nun ist er voll. Mal schauen, wie ich da schadlos hinkomme am Rand. Feldrand. Na, klappt mal lieber ein. Komme nicht durch. Grünzeug. Können wir ausfahren. Machen wir gleich den ersten voll. Die lassen die Motoren auch laufen, wa? Decken gar nicht an CO2. Ja. Und ich meine Runde geschafft, schon bald die Folge zu Ende. Ernteinsatz in groß. Aber der rote Anhänger kann gleich losfahren. Der Alu Kipferl KS 950 Allraut. Oder Offraut. Krampe Kippe. Ah, da kommt schon der Erste. Das ist typisch. Ja, die 3 Meter noch schaffen können. Hätte doch erst einen roten nehmen müssen. Und dann den schwarzen. So, meine Freunde, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sagt mal Tschüss und Winke-Winke. Und hoff ein Wiedersehen zu der nächsten Folge. Tschüss und bye bye.